Mit bis zu 10 Knoten dampft die Alexandra am Montag ihrem Heimathafen entgegen. In Flensburg wird sie bereits freudig erwartet. 3 Tage lang dauerte die Heimreise des 109 Jahre alten Salondampfers. Mit neuem Kessel und nach einem monatelangen Werftaufenthalt in Husum hat Flensburg sein schwimmendes Wahrzeichen wieder. Endlich. Es ist traumhaft. Wir haben genau gemerkt, wir gehören hierhin. Und irgendwie scheint sich die gute alte Dame auf dem Weg hier sehr wohl gefühlt haben. Nee, wir freuen uns, dass wir wieder hier sind und dass wir jetzt den Ausbau hier weitermachen, ohne diese lange Reise nach Husum immer antreten zu müssen. Eigentlich sollte die Alex schon vor 2 Wochen aus Husum zurückkommen. Doch in letzter Minute fehlten wichtige Papiere. Die Heimfahrt führte die Besatzung über Brunsbüttel und Kiel zurück nach Flensburg. Der Weg hierher war interessant, wollen wir das mal so neutral sagen. Wir waren in der Nordsee, was natürlich für uns interessant ist, in Tidengewässern zu fahren mit 2,60 Meter Tiefgang. Aber das klappte alles wunderbar. Dann fuhren wir am zweiten Tag von Brunsbüttel nach Kiel. Und dort hatten wir einen kleinen Schaden an unserem Hauptdampfkanal. Dort strömte plötzlich durch eine Dichtung, die dann nicht mehr dicht war, strömte dann unser Dampf aus mit 180 Grad und 10 Bar. Das musste natürlich gestoppt werden. Also an die Dalben ran und unsere Maschinisten und unsere Heizer und unsere Maschinistin, die haben dann innerhalb von 3 Stunden diesen Schaden beheben können. Noch ist einiges zu tun an Bord. Aber ab dem Himmelfahrtswochenende soll die Alex dann wieder regelmäßig auf der Förde dampfen.